Moin Freunde, willkommen zu einer neuen Runde Yu-Gi-Oh! Und diesmal spielen Arne gegen Scully. Ja, das wird ein Duell der Giganten und für dieses Duell haben wir sogar einen Certified Judge wieder am Start, den Big Doom Train. Moin. Ja, also das ist schon großes Kino, was hier passiert. Und wir warten jetzt eigentlich nur noch auf Schere, Stein, Papier, damit hier was passieren kann. Ich möchte, dass Arne und Scully auch nochmal Hallo sagen, damit ich... Jo, moin. Wundervoll, die sind also auch da. Also wir alle in der Mega-Konferenz, wir können uns alle hören. Ich glaube, das wird ziemlich spaßig. So, dann wollen wir mal anfangen. Das wird prima, ja. Oh. So, nichts schlägt den Stein. Armer, fantasieloser Scully. So, ich bin mir ziemlich sicher, dass man diesen Typ Deck, den ich mir gebaut habe, nicht so spielt, wie ich ihn spiele, aber das spielt ja keine Rolle. Ich bin gespannt. Also wir können jetzt, wie ihr sehen könnt, diesmal nicht sehen, was die Leute auf den Händen haben. Das ist ja jetzt ein bisschen spannender für uns beide. Also für den guten Biggie und mich. Biggie. So, jetzt pass auf. Ich schon fast wie ein Großturnier hier. Ja, es ist... spiel mal das hier. Oh. Okay. Jetzt darf ich nämlich... Oh, wie lange habe ich die schon nicht mehr gesehen? Also die spielt man also eigentlich nicht mehr. Okay, ist gut zu wissen. Das war schon Aussage. Damals vor dem Krieg hat man die noch gespielt. Ja. Okay, aber ich spiele den hier, den spielen wir wahrscheinlich gar nicht. Oh! Oh. Aber. So. Aber, Scully. Also, du hast jetzt. Du hast jetzt den Batteriemann mit dem beschworen. Ja. Aber, du weißt, dass der Batteriemann ein Donnermonster ist. Du hast recht. Moment. Ja. sowas ist doof, wenn da ein Judge dabei ist. Dann nehme ich halt verloren. Den hier. Nee, dann ist das ja alles doof. Da seht ihr mal, wie wichtig da das ist. Da habe ich ja gar kein Maschinenmonster mehr. Wenn man einen Certified Judge dabei hat, das ist... Kann ich den dann wieder auf die Hand nehmen? Was sagt da der Judge? Ja, ich mach's einfach mal. Geht klar. Okay, das ist natürlich sehr schade. Wieso ist das kein Maschinenmonster? Dann passt der ja gar nicht in mein Maschinendeck. Batteriemandig. Sogar relativ. Okay. Dann. spiele ich einfach mal. Ach, was jetzt? Ist das alles doof? Spiel mal den hier. Dann kriegen wir nämlich ein Green Gadget aus dem Deck zu. Jawoll! Wie sieht das aus? Sind die immer noch Firmen? Werden die noch gespielt heutzutage? Ja, gibt zurzeit ein Deck, das die wieder spielt und ist sogar relativ erfolgreich. Na, dann. Meins nicht. Scully, du trittst in große Fußstapfen, will ich dir jetzt gerade mal sagen. Also, gib Gummi. Auf jeden Fall. Ja, ich beende mal meinen Zug. Das ist gut gemacht. Super. Das war halt so jetzt das Problem an der Sache, ne? Die Batteriemänner haben eigentlich den Kern meiner Strategie ausgemacht. Ja, sind wirklich alles Donnermonster? Ja, da muss ich mir mal nachher, wenn wir sideboarden dürfen, die alle rauspacken. Okay. Oh, geht los. Oha, ja? Evil Swarm. Dann Battle. Ja, jawohl, dann steppt wohl mein Yellow Giant. Gadget, nicht Giant. Ja, egal, Namen muss man nicht so richtig Effekt nehmen. Ne? Okay, damit war's halt auch schon. Dann war's das, okay. So. Müssen wir das ein bisschen anders angehen. Was ist das denn hier? Ich muss erstmal meine Karten lesen. Kennst du nicht? Hast du die gelesen oder nee, ich hab die ja gerade erst gesehen. Ich hab gerade einfach nur Maschine eingegeben in diese Suche einfach, und alles raus. Du hast einfach so eine Pinnwand voller Karten gemacht und dann mit Darts drauf geschmissen und geguckt, welche Karten. Ja, genau. Das ist das Deck. Und ich sehe gerade, Arne hat 47 Karten im Deck. Jo, so ein bisschen viel. Aber Scully hatte vorhin 70. Also ja, aber ich hab das ein bisschen dezimiert. Also darf man doch nur 60 im Deck haben. Aber 60 macht das heutzutage noch jemand? Nee, ne? Nee. 40. 40, maximal 41. Okay. Okay, dann spiele ich mal den hier. Der ist schon drüber. Ja. Da kann ich über. Was ist das denn? Der gibt meinen Maschinen einen kleinen Bonus. Mhm.
Machine Assembly Line, die kenne ich gar nicht. Ja, ist auch schon ein bisschen älter. Ich fühle mich gerade so schlecht. Bisschen, nur ein bisschen. Chef, wenn du dabei bist, dann fühle ich mich immer so schlecht. Was denn? Okay, dann, warte mal, was geht das hier? Ich muss noch mal kurz meine Karten verstehen, Entschuldigung. Okay. Kann man ja nicht Decks austauschen mit dem Ding? Wie meinst du, mit Seiden oder was? Nee, ich meine allgemein, dass man mal mit dem Deck vom Gegner spielt oder so. Das wäre auch mal das wär super. Nee, diese Option gibt's noch nicht. Das funktioniert alles so gerade nicht. Also ich kann mit dem, nur um es nochmal kurz festzustellen, um meine ganze Strategie erschüttert zu sehen, ich kann meinen Batteriemann eigentlich gar nicht spielen. Also ich kann ihn nur normal spielen und das ist scheiße. Wie machen wir das denn jetzt? Ich gewinne trotzdem. Machen wir so. und zwar... Sind alle Batteriemänner nur Blitz oder Donner oder wie auch immer? Batteriemänner sind alle Donner. Also. Ich hab nur den Batteriemann C reingepackt. Dann muss man aber ganz andere, wie heißt das, Sucher benutzen, oder? Ja, es gibt sogar sehr guten Support für Donnermonster in letzter Zeit, also... Ja, Scully, warum hat das nicht gemacht? Kann man einiges draus machen. Weil ich nicht gesehen habe, dass der Batteriemann C ein Donnermonster ist, ganz einfach. Okay. Okay, das ist, ich stehe hier gerade auf dem Schlauch, ne? Ja, deine Freunde und Fans hier, die sich auch das Video angucken wollen, die wollen ja jetzt was sehen von dir, also. Ja, ich spiele einfach nur ein Monster verdeckt. Okay. Und noch eine Karte verdeckt. Und noch eine Karte verdeckt. Dann ist mein Zug vorbei. Wundervoll. Spielst du Ultimate Offering, Scully? Was zur Hölle ist eine Ultimate Offering Karte? Die kenne sogar ich. Die will ich jetzt mal sagen. Hast du die im Deck? Weil die ist mit den Gadgets ziemlich relativ overpowered stark. Die ist auch deswegen auf 1, oder? Ja. Also die Ultimate nicht. Offering, die funktioniert so, dass du 500 Lebenspunkte bezahlen kannst, um eine weitere Normalbeschwörung durchzuführen. Genau. Okay. Nee, habe ich nicht. Aber das ist unlimited, also du kannst theoretisch 4 weitere Beschwörungen machen, oder? Ja. Das ist ja... Hat schon einen Grund, warum die auf 1 ist, wa? Ja. Okay, dann muss ich die wohl mal reinpacken irgendwann. Vor allem wegen den Exceeds, die ja jetzt aufgetaucht sind. Ach ja, klar. Ich mach da mal. Also Exceed ist bei mir immer noch dieses XYZ-Zeug. Genau. Jo. Diese schwarzen Monster. Schweben an, oder was? Jo, ich greif den an. Ja, okay. Den Ernie. Dann stirbt er wohl. Noch so ein Batteriemann? Nee. Und dann kriegt meine Maschinenfabrik 2 Marken. Okay, gut, dann bin ich durch. Alles klar. Wie machen wir das jetzt am besten? Scully, du bist so ein bisschen mit dem Rücken an der Wand, ne? Ja, ja, aber... Obwohl Arne, glaube ich, noch nicht so viel da liegen hat. Ich habe auch keine Ahnung von den Decks. Ich kenne Arnes Strategie bis jetzt immer noch nicht. Ich habe auch jetzt 2 Züge gemacht, hallo? Ja, das entfaltet sich. Das ist wie guter Wein, der muss reifen. Genau. Aber irgendwann ist Essig, Arne, also gib mal Gas. Ja, ich spiele eine Karte verdeckt. Du hast da bestimmt nur Sündenbock liegen und so. Noch ein Monster verdeckt im Verteidigungsmodus. Und dann ist mein Zug vorbei. Okay. So, Arne, bring ihn. Ja, Moment. Da muss was kommen jetzt. Ja, das finde ich aber auch. Obwohl du gewinnst. Selbst Scully macht dir Druck. Oh! Ja, okay. Geh mal hier kaputt. Will ich nicht. Das ist ja gemein. Ich mag die aber. Da frage ich mich jetzt, war das größte Übel? Ich hätte gewartet. Ich nehme ich auch. Ach. Anna hat 3 davon drin und noch ein Heavy Storm und was weiß ich nicht alles. So, hier, der ist auf, aufgedeckt. Oh. Okay. Den opfer ich jetzt gleichzeitig, weil der offen ist. Kann mir jetzt einen Level 5er Drachen aus dem Deck holen und den beschwören.
Was? Mhm. Wie was? Ist das falsch oder was? Es geht doch nur in der Standby-Phase, oder? Ja. Ach so. Oh, ho, 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 ho. Fair judge, fair judge. Das ist schön, ja, gut. Warte mal, dann mach ich das auch mal rückgängig. dreh ich den nur um und mach den nicht in Angriffsposition. Geht das? Nee. Du musst den jetzt wieder setten. So, ja. Ja, so. Egal. Genau. Also wenn du ihn jetzt bis zu deiner nächsten Standby-Phase schützen kannst, so, dann kannst du den Level 5 erholen. Okay. Aber ich muss sagen, Arne hat auch recht wenig Fallenkarten da liegen, ne? Ja. Schutz ist noch nicht so vorhanden. Ah ja, aber es ist jetzt kein Duell, in dem ich dem zum Beispiel den Millenniumsring aktivieren würde und um meine Seele spielen würde. Das ist immer dein Running Gag momentan, ne? Oh. Habe ich noch mal einen von ihnen hier und gehe meine Battle. Okay, und greifst du an. Down Power. Das würde wahrscheinlich jetzt ein Pro nicht machen, oder? No. Doch, das ist solides plus 2, also kann man machen. Kann man sehr gut machen. Plus 2? Was? Ja, du verlierst eine Karte, der Gegner verliert 3 Karten. Ist ein Plus von 2. Okay. Ja. Ach, das ist ja mittlerweile richtig Mathe. Ich dachte immer, das einzige mathematische wäre ihr Lebenspunktkalkulation. Nee, du musst das ist ja schon ein bisschen eruieren, ob Nee, heutzutage kalkulierst du deine Ressourcen. Es geht eigentlich nur noch um Plus. Wer mehr Plus hat, gewinnt. Okay. Ja, ist logisch. Okay. Wer mehr Plus ja, hat. Schon irgendwo. Plus gibt's ja, gib mir nur noch netto. Spiel ich mal noch ein Monster verdeckt. Und dann beende ich meinen. Ja, geht aber. Was wolltest du machen, Arne? Ich habe nur gerade gesehen, dass ich den Effekt da spielen könnte von meinen zwei Drachen da, aber die sind ja beide. Obwohl, warte mal. Die bringen nichts. Bringen nur gegen das Monster. What? Ja, da ist kein Fünfer. Da liegt kein Fünfer rum. Aber jetzt hätte ich gedacht, dass Scully kommt. Dass er jetzt wieder zurückschlägt. Ja. So ein Gadget hätte ich da schon erwartet. Ach, ihr habt doch alle Lack gesoffen. Ja, da wird schon seine komischen Batteriemänner liegen. Ja, ja, ja. Ah, das ist ein Skizzen-Bragger. Wilde Kuh. Okay. Ach, das ist Standard. Keine Ahnung. Du Bats. Batteriemann ist weg. Der Batteriemann. Der muss eh raus. Ich höre wieder Scullys Hupen. Ne, ich bin fertig, erstmal. Okay, jetzt schauen wir mal, was ich ziehe. Aber jetzt muss er definitiv was bringen. Mhm. Vor allem hat Arne jetzt einen Recruiter auf dem Fell. Recruiter heißen die Viecher? Okay. Ich dachte, das wäre ein Sucher. Ja, Sucher, Recruiter, ein ist. Bei mir heißt er Masked Dragon. Also in Magic heißen solche Sachen Sucher. Also, Sucher ist für mich Sangan. Ein Recruiter ist, der ein neues Monster aus dem Deck holt. Achso, Recruiter ist mit Beschwören und Suchen ist mit auf der Hand. Ja. Ah, aber Anna hat schon recht, für ihn heißt der Masked Dragon. Okay, dann, Schafft's gar nicht. Eine Flip-Beschwörung ist keine Normalbeschwörung, ne? Nein, das ist richtig. Okay. Gut, also nein. Geht. Also, ja, stimmt, so wie du es erklärt hast, ja. Clips haben wir es von Verteidigung verdeckt in Angriff, ne? Ja. Oder? Jo. Gut. Dann machen wir das mal so. Ich spiele erstmal eine Karte verdeckt. In der Mainphase. Darfst du nicht. Und dann mache ich eine Normalbeschwörung von der von dem hier. In hier? Was ist das denn? Cosmic. Und der bringt mir noch einen Token mit. Haha. Genau. So, und dann ist mein Zug fertig. Okay. Ich fühle mich eigentlich nicht so wirklich bedroht heute. Das Kartenauto, hast du das drin, Scully? Das coole? Nee, ne? Was? Wie? Wo? Das hab ich nichts verstanden. Das Kartenauto. Kartenauto, komm. Das ist super, oder? Ja, das Lamm ist aber eine Maschine. Das Kartenauto, da steht, das ist $50 wert, das muss was können. Oder ist das nicht gut? Es ist sehr gut, doch. Siehste? Leider. Aber nicht in allen Decks. In der.
Jetzt kommt was. Schon wieder eine Mirror-Force. Eine Mirror-Force. Oh. Das ist ja genauso wie ich vorhin im Spiel gegen Kai. Ja, das war komisch. Da hat so Captain Obvious-mäßig, hast du da die Sachen da verteilt. Ich hab vorher schön mit meinem Samurai bin ich in Verteidigungsmodus gegangen und hab da nur mit den Schlechten angegriffen. Aber ich hab trotzdem verloren. Kaum war der Megadino draußen, da war vorbei. So, dann mache ich jetzt nochmal die hier. Was ist das denn? Das ist ja wie mein Deck neulich. Du darfst zwei Karten ziehen und ich krieg meinen Level. Das ist ein Riesenvorteil für Scully hier. Ja. Okay, schau mal, was ich ziehe. Ich meine, okay, wenn wir jetzt wieder mit der Karten-Hin- und Her-Diskrepanz uns angucken, hat Scully ja ein bisschen mehr liegen, ne? Oder mehr in der Hand. Ja. Also im normalen, also im richtigen realen Spiel, ja, ohne Spaß, wäre diese Karte nie gespielt worden. Weil dem Gegner zwei Karten schenken, das ist wie Weihnachten und Ostern zusammen. Ja, die eine Karte ist Weihnachten, die andere ist Ostern. Nee, so war es leider nicht. Aber es war nicht schlecht, das muss man schon sagen. Ja, aber da habt ihr schon recht, das ist. Jetzt muss ein Obelisk spielen, los. Bring ihn. So, jetzt warte mal. Mal sehen, ob ich alle Karten hier gerade richtig verstehe. Ja, eine Zauberkarte, die so einen Blitz drauf hat, die darf ich im selben Zug spielen, in dem ich sie gelegt habe, oder nicht? Nein. Die ist dann wie eine Fallenkarte, die darfst du nicht mehr in dem Spielzug aktivieren, in den du sie gesetzt hast. Deswegen setzt sie in der zweiten Main Phase, solltest du angreifen wollen. Ja. Ja, richtig. Stimmt, die Debatte hatten wir ja auch mal, dass sie immer in der zweiten Mainphase die Sachen setzen. Jetzt weiß ich auch warum. Ha, siehst du mal. Hast du aufgepasst, wieder was gelernt. Die Hauptsache, das ist Learning by Doing. Einfach mal gucken und dann klappt das. So, ich denke mal, dass der gute Doom-Train da vom Rechner sitzt und die Hände beim Kopf zusammenschlägt und denkt, was ist das für ein Scheiß, der hier gerade passiert. Es könnte etwas mehr Action vertragen. Ja. Nee, jetzt pass auf. Okay. Also entweder verliere ich jetzt durch diesen Zug oder ich gewinne. Oder beides nicht. Und ich verrechne. Das ist eine Ankündigung. Also, und zwar aktiviere ich jetzt erstmal das hier. Das mag jetzt erstmal lächerlich erscheinen, aber mache ich trotzdem. Ich will nämlich nochmal so einen Cosmic Compass haben. Ich weiß, dass sein Effekt da nicht getriggert wird. Ja. Ist das nicht ein Maschinentoken, was da liegt? Das ist dieser Anker, nee, okay. Ja, er kann jetzt einfach zwei... Ja, genau. Bis zu zwei Cosmic Compass aus dem Deck spezial beschwören. Nee? Ich bin gerade echt begeistert. Ich weiß gerade nicht, wo das hinführt. Ich weiß es auch noch nicht. Also wenn du jetzt ein Tuner-Monster hast, dann geht da schon was. Ah, okay, ich hab mich verrechnet, das ist schon mal schade. Oh nee. Aber das macht nichts, hoffe ich. Ja, aber ernsthaft, was sollte er mit dem Tuner machen? Er hat gerade mal, wie viel Level hat er da liegen? 3? Das reicht schon zum etwas. Ja, wer weiß, was er da drin hat. Und das Verdeckte, da kann man auch noch was machen, ja, vielleicht. Stimmt. Ja, das ist bestimmt so ein 4er. Ich will mal, 3, 4, 7. Angriffsmodus. Ach du Scheiße. Okay. Jetzt spielen wir hier eine Runde R-Type. Ja, dann bewege ich meinen Token in den Angriffsmodus. Token in den Angriffsmodus? Er hat doch keinen Angriff. Macht doch nix. Der soll ja nur angreifen. Dann bewege ich den in den Angriffsmodus. Mhm. Nee, Angriffsmodus. Jetzt kriegen die alle einen 500er Bonus. Ich muss mal kurz rechnen, ob ich mich nicht verrechnet habe. 2900. Ja, schauen wir mal, ob ich mich verrechnet habe. Ne, jetzt aktiviere ich nämlich den hier. Ah! Oh. Ist auch auf 1 mittlerweile, ne? Ja, schon lange. Okay. Und jetzt gehen wir in die Battle Phase. Und wenn du jetzt keine Mirror Force hast, bin ich ein bisschen im Arsch. Ich bin gerade timed out. Das ist ja, weil ich hier nichts gemacht habe.
Ja, dann warten wir mal kurz mit dem Angriff, bis du wieder ja, drin bist. Ja, warte mal ganz kurz mit dem Angriff. Ich muss jetzt gerade mal Intro skippen und dann connecten und in den Dual Room und dann suche ich mal den Mist. Ja, bei mir ist auch disconnected hier. Ja, wir müssen da, glaube ich, irgendwie immer in dem Chat was schreiben. So, da sind wir wieder. Machen wir mal den Chat auf. Ja. M-O-I-N. Moin. Moin. So, da sind wir wieder. Wundervoll. Nach dem Absturz so, geht jetzt es muss jetzt ich weiter. Nur, wenn ich mich nicht verrechnet habe, muss ich jetzt aber erstmal mit dem Token angreifen. Welchen jetzt? Versuchen wir es mal. Mit dem Token hier greife ich deinen der Dragon hat aber noch an. Weniger Life, oder? Ja, der hat 200. Stimmt, mein Token und ich verliere, der ist 1000 groß, ne? 1000 vorne, dann verliere ich 200 Leben. Genau, ja. Warte mal, ist das Token jetzt von der Blue Thunder gemacht worden? Nee, das ist ein Kompass-Token. Ja, meine ich ja. Ey, ich verstehe gerade, warte, Attack, aber wieso kann ich ihn jetzt nicht auf den Friedhof schicken? Remove? Ah ja, achso, stimmt, das ist ein Token, genau, so war das. So, jetzt greife ich mit dem Blue Thunder T45 an. Jo. 3400. Dein Monster? 3400. Ach, oh, ja. 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 Okay, nee. Dann ist doof. Ja, das ist... Das war essentiell jetzt. Das war sehr essentiell, sonst wäre es das gewesen. Wie wird eigentlich multipliziert? Also erstmal plus 500 und das nochmal mal 2 oder wird dann... Denke ich mal, Originalangriffskraft. Nee, ne? Nee, die bestehen. Na gut, aber dann greife ich jetzt. Wenn verdoppelt. Greife ich trotzdem jetzt noch mit dem Cosmic Compass dein Monster an? Oder? Was passiert, wenn. Ah ja, genau, mach ich. Dann kannst du dir meinen den. Ja, dann sind beide tot und die greift nicht direkt an, ich habe mich nur verklickt. Nee, die greift direkt. Werden die beide? Und dann greift dich noch der Cosmic Compass an. Und macht dir 1200 Schaden. Jo. Okay, schade, der Angriff wäre gut gelaufen, wenn er nicht schlecht gelaufen wäre. Mhm. Aber er hätte trotzdem nicht gereicht. Doch. Ja, niemals. Also, er hätte nochmal 3000 mit dem Token gemacht. Das Problem bei der ganzen Sache ist momentan einfach nur, wie ich das sehe, dass du da verwechselt hast zwischen Machine und Thunder. Das ist ja, das sowieso, aber er hätte noch... Doch, es hätte, glaube ich, genau gereicht, weil er durch den... durch den einen wäre noch ein Maschinentoken beschworen worden, der hätte auch nochmal 4000 vorne groß. Ja, stimmt. Nee. Ach nicht? Weil der Effekt von Limit Removal, der wird nur auf die Monster, die zu diesem Zeitpunkt auf dem Spielfeld waren, aufgelöst. Ah ja. Gut, dann ist ja umso besser. Alles, was danach kommt, das lebt dann noch, beziehungsweise kriegt keinen ATK-Push. Wie, jetzt kommt nix? Nö. Okay. Kann nichts machen. Arne macht's spannend. Arne macht's spannend, ja. Krieg keine Karte. Krieg ich eine Karte, das ist weg. Und dann beschwöre ich das Red Gadget. Und darf mein Yellow Gadget raussuchen. Tada. Hat Arne jetzt gerade nichts gemacht in seiner Runde? Ja. Er hat gar nichts gemacht. Ich bin gerade so verwirrt. Ich habe gerade mal ganz kurz nicht hingeguckt, habe gedacht, warum spielt Scully jetzt ein Monster? Hat er doch gerade noch. Ja. So, jetzt greife ich mal mit dem Red Gadget für 1800 an. Ich meine, mit Scully jetzt gewinnen, da falle ich vom Glauben ab. Kann nichts machen, keine Karte. Dann ziehe ich so meine Schuhe aus und bete nach Mekka. So, jetzt muss ich, ich würde jetzt gerne Batteriemann C in Verteidigungsmodus bewegen, aber dann wird ja mein Red Gadget auch hinten nur stark und nicht vorne. Und das ist alles doof, aber ich bewege ihn trotzdem mal in Verteidigungsmodus. Ich habe ja gerade noch ein Yellow Gadget gezogen. Hinten stark und nicht vorne. Das ist eine ganz andere Sprache, ich verstehe das schon. Hinten sind die Schweine fett, sagt man auch immer. Zumindest Frank Buschmann sagt das andauernd. Sagt er. Mhm. Jedes Mal, weil schlag den Rahmen. Was habe ich ja eigentlich für Karten mit meinem Fusionsdeck? Wer ist jetzt gerade dran? Ich. Ah! Oh. Aber mehr kann ich auch nicht machen. Er lebt wieder. Was hat er denn gemacht? Er hat eine Kalverdeck gespielt, okay. Mach ich auch.
Wie viele Karten hast du denn da? Die ganze Wand da. Die Mauer muss und weg. Du. Ja, ich weiß, eigentlich heißt Mr. Scully LP nicht Mr. Scully LP, sondern Kasierske. Kasierske. Ja, Mr. Scully LP ist tatsächlich nicht mein bürgerlicher Name. Yes. Ich suche mir jetzt mal den Grünen raus. Oder? Was macht der? Der sucht den Grünen raus. Ja. Genau, ja. So. Wie so eine Ampel. Klasse Sache. So, so wie ich dich jetzt kenne, muss ich den hier mal in Verteidigungsmodus legen, weil du eine Mirror Force gespielt hast. Wobei ich dich gar nicht kenne, von daher ist das relativ irrelevant. Aber egal. Und jetzt greift der hier an für 1200. Oh, nehme ich. Nehme ich. Nimmst du? Alles klar. Hätte ich auch gemacht wahrscheinlich. Aber du weißt ja nicht, was ich noch Monströses unter meinen verdeckten Karten habe. Boah! Es war doch so unfair, dass Pegasus in seinem letzten Duell gegen Yugi irgendwie erst ganz zum Schluss das Spiel der Schatten aktiviert hat, ne? Er hat das vorher gemacht, hat Yugi verloren. Sorry, ja. Heute noch. Ja, ist ein Trottel. Das heißt, ich werde erst, wenn für den Fall, dass ich wirklich gewinnen sollte, werde ich mal kurz vor Schluss meinen Millennium Swing aktivieren. Das ist gemein, dass das überhaupt geht. Ja, schon, ne? Bist du fertig? Wegen. Ne, ich überlege gerade. Weiter jetzt. Ich frage mich echt, was Arne auf der Hand hat. Ja, nur Scheiße, das ist das Problem. Arne, ganz am Ende, wenn du jetzt gleich verloren hast, ne? Ich will ja noch nicht den Teufel an der Wand malen, aber. Ach, ist ja nicht. Ich Arne Schreckliches. Ach, das ist so ein Arm Dragon, wirklich. Hat er wahrscheinlich nur noch die 7er da auf der Hand. Mhm. Ist auch das Beste, was er machen konnte jetzt. Ja. Was machen wir denn da? Was ist das denn für eine Karte? Ich kenne die alle gar Private nicht. Private Chat. Achso, von Big Doom Train. Moin! Ja, damit wir hier nicht rausfallen hier. Rausfaller! Rausfaller, wa? Warte mal, hier, da, du, Judge und so, ne? Ja. Diese Effekte von den Gadgets, sind das Field-Effekte? Ja. Okay. Hast du gar nicht da alles an Karten liegen? Muss ich nochmal in meinen Friedhof schauen. Frag ich mich auch. Welche, die 15 da? Nein, die 4 Fallen oder Zauberkarten da. Achso, also, bei den 15 da kenne ich so ein Geheimnis. Das ist ein lustiges Geheimnis, ja. Die extra Karten. Obwohl okay, ich glaube, dass ich unser Judge dann auch wieder die Hände über dem Kopf zusammenschlagen würde, wenn er das Geheimnis kennen würde. Für den sind 15 wahrscheinlich zu wenig, die er da reinstecken kann. Ui. Ich bin dann fertig. Ich glaube, wir kennen jetzt alle das Geheimnis. Mit Sicherheit. Bestes Geheimnis, wo gibt. Machen wir wirklich ein Best of Three? Oh Gott. Das dauert ja ewig, ne? Ein bisschen länger dauern. Ja, weil die alle auch immer so defensiv sind. Ich könnte mir vorstellen, dass so ein Arm Dragon Deck oder so ein Machine Drag. Machine Deck, dass das eher so ein offensives Deck ist und nicht so eine. Ja, wenn du nicht Fanzibäuschen-Sache. Offensive Decks sind was für Anfänger, pass auf. Das machen wir jetzt anders. Jetzt mache ich mal wieder so einen Angriff, der vielleicht gewinnt, wenn du nicht wieder da irgendeine Falle hast. Wenn Arne Mirror Force da liegen hat. Wir sind zwei. Gespannt. Achso, nee, doch nicht. Also ich hab mich mal wieder verrechnet, das kennen wir ja schon. Schön angetroffen. Ich opfer mal meine Karte hier, um ein Level 4 Maschinenmonster aus meinem Friedhof zu summonen. Ah ja. Und ich nehme einfach jetzt mal hier, das ist ja eigentlich egal, nehme ich mal das Red der Gadget im Angriffsmodus. Ah. Aber es gibt mir jetzt leider natürlich kein gelbes Gadget, wie der Judge hier. Wie heißt du eigentlich? Big Doom Train. Big Doom Train hier schon gesagt hat, genau.
So, und jetzt ist Simone ich, aber pass auf, nämlich noch ein Green Gadget. Ja. Darf ich noch ein rotes raussuchen? Super Sache, habe ich auch noch ein rotes? Boom. Ja, tatsächlich. Das einzige Gadget, was ich noch habe, ist ein rotes. Das war natürlich alles so geplant. Das war ein Pro-Zug. Ich wusste, dass ich nur noch das rote im Deck habe. Und jetzt greife ich einfach mal an, glaube ich. Und zwar mit beiden. Oh, passiert nichts. Nix? Nee. Dann hat einer noch 1100 Lebenspunkte übrig. Oha. Okay, bin gespannt. Dann ist Arne jetzt in der Bringepflicht. Das ist wirklich so ein Tauziehen, dieses Duell. Ja, das Problem ist, ich krieg keine Monster. Ich hab kein Monster. Hast du welche im Deck drin, ja, ne? Ja, nee. Ja, ein paar haben wir schon gesehen. Glaube ich dir. Guckst du dir deinen Friedhof an? Ja, ich guck mir meinen Friedhof an. Ich muss aber sagen, dass egal. Dieses Maschinendeck von Scully ein bisschen interessanter ist als das Froschdeck. Ach, ich mach das jetzt einfach, keine Ahnung, bevor ich letzte Strohhalm. Okay. Was ist das denn? Uff. Ach du Schande. Okay, was hast denn du dir jetzt geholt? Darf ich das sehen? Ja, ne? Ich hab mir noch gar nichts geholt. Ach so. Hattest du nicht drei Dark Monster? Ja, frage ich mich nämlich auch gerade. Ja, wie viele sind da drin, Arne? Was? Ne, zwei waren drin, zwei. Zwei. Ich hab den noch gar nicht gesammelt, Leute. Nein, ich gar nicht... ob du hättest können, das fragen wir uns gerade. Nein, Leute. Ganz ehrlich, ist ja doof, das abzuwerfen, ne? Nur, ja, so schlau bin ich auch. Mann, ey. Warte mal. Oh. Okay. Dann war's das jetzt. Frage, ja, ist das die Entscheidung? Jo. Wollen wir mal ein bisschen päpstlich sein, Arne? Der wird gebanished. Ja. Ach so, warte mal. Ihr wieder hier. Mhm. Der muss sein. So, jetzt mache ich aber noch was. Nein, lass. Mach einfach Ende. Ist egal, ich will nur mal sehen, was da noch kommt. Okay, ich beschwere nämlich noch den hier. Ihn hier? Der kriegt nämlich einen Bonus von 2000 auf seinen An... Oder der wird zu einem 2000er, wenn ich ein Gadget auf dem Feld habe. Und ich habe ja zwei. Das macht zwar keinen Unterschied, ja, ob ich eins oder zwei habe, aber ja, ich habe genau. Eins. Ja, 2000, ja. Und jetzt greift der dich an. Erstmal. Das ist ja ein Yu-Gi-Oh! Nacheinander, ne? Macht er dich jetzt? Eine hat er doch noch. Okay, dann stirbt die wohl. Macht ja nichts. Ich habe ja noch ein Gadget, dann greift der dich halt an. Hast du noch einen? Nö. Fertig. Oh, die Maschinen haben gewonnen. Jetzt möchte ich aber mal sehen, was Scully da noch unten liegen hatte. Aufdecken hier. Ja, das möchte ich jetzt auch sehen. Okay. Ja. Hat er ein bisschen so getan, als ob. Okay. Also nichts Sinnvolles. Ja. Ja, wenn du alle drei Dinger hättest, dann... So, okay, dann musst du jetzt wohl Admit Defeat drücken. Ne? So, jetzt können wir sideboarden, pass auf. Oh, jetzt haben wir Arnes Karten nicht gesehen. Oh. Ja, die Zuschauer, die reißen mir wieder den Arsch auf, weil ich das nicht gezeigt habe. Ach, die Zuschauer, die haben eh schon nach 2 Minuten ausgeschaltet. Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Ich kenne niemanden, der sich das angucken würde. Jedenfalls nicht so ein Slowplay. Ja. Wenn das so ein OTK-Ding wäre, ne, dann vielleicht. Dann ist das ja auch in 2 Minuten zu Ende. Ja, was man mit Batteriemännern ja auch durchaus schaffen kann. Aber Scully nicht. Ja, ich glaube, ich nehme die alle raus. Ach ja. Jetzt findet eigentlich die Entscheidung statt, im Siding. Nee, da gehört passiert gar nichts. Bei mir jedenfalls. Ah, ne, mit seinem 48-Karten-Deck. Ich glaube, ich baue Arne jetzt da noch ein Deck. Ach so. Das ist ja richtig fair. Ja, den Scully auch, wenn er will. Nee. Problem ist, ich hatte halt überhaupt keine Monster, beziehungsweise nicht die ich wollte. Ich hatte, glaube ich, im ganzen Spiel hatte ich, glaube ich,
drei Monster kamen, beziehungsweise fünf. Und zwei davon konnte ich nicht spielen. Kann man irgendwie Werbung laufen? So, oder bestimmt, so? Ich bin davon überzeugt.